ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal zu Valheim. Ja, liebe Leute, nach der turbulenten letzten Folge, die ja glatten Doppelfolge hätte sein können, würde ich mich heute ganz gerne daran machen, uns Silber zu organisieren und uns natürlich drüben eine Schmelze zu bauen und uns eine Schmiede zu bauen, sodass wir das Silber nicht rüberbringen müssen. Dazu würde ich jetzt die Sachen einpacken, machen einen kurzen Schnitt und wir sehen uns drüben in der anderen Base wieder. Bis gleich. So, ich habe jetzt schon mal aufgestellt hier, habe auch drin die Schmiede stehen. Ja, zeige euch dann nochmal eben drin die Schmiede. Einen Moment, so, laufen wir mal los und zack, 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 zack. So, hier hinten steht die Schmiede. Ich habe auch schon ein bisschen Kohle gefarmt, habe Kohle reingetan in den Schmelzofen, habe ein bisschen Fleisch gefarmt, so dass wir jetzt auch Wölfe nachzüchten können. Ja, und dann würde ich sagen, wir züchten jetzt mal ein paar Wölfe und dann gehen wir weiter. Bis gleich. Eisgebiet. Wir brauchen da definitiv noch Pelze und wir brauchen definitiv noch einen Wolfskopf, damit wir uns den Umhang machen können. Und dann werden wir auch, wenn wir den Umhang haben, uns mal ans, ich muss mal eben gucken, in welche Richtung. Okay. Daran machen, uns die Wolfsrüstung herzustellen. Dann den Draugerbogen hätte ich ganz gerne. Das wird jetzt so in den nächsten Folgen unser prädestiniertes Ziel sein, würde ich sagen. Dass wir uns die Sachen organisieren, zusammenfarmen, herstellen können. Damit wir uns auch noch ein bisschen besser hier bewegen können, auf jeden Fall. Und dann würde ich ganz gerne die Base weitermachen, also hübscher machen und mal ordentlich aufräumen, die ganzen Kisten beschriften und vielleicht auch schon ein Gebäude aus Stein setzen. Ich weiß es nicht, ob wir das Gebäude da setzen, wo wir schon gebaut haben und das austauschen oder ob wir uns einen neuen Bauplatz dafür suchen. Da schauen wir einfach mal. Wir haben jetzt zwei so Anlaufstellen auf jeden Fall. Die sind zwar jetzt nicht so super schön, aber sie reichen erstmal uns zweckmäßig. Von daher werden wir uns ein richtig schönes Gebäude, denke ich mal, dann aus Stein bauen, indem wir Den einstellen Hirsch hätte ich ja gerne, ne? Der gibt ja nochmal ordentlich Fleisch, aber ich glaube nicht, dass der mir vergönnt ist. Ne, sieht nicht so aus. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt würde ich ganz gerne. Oh, ich habe nicht wirklich Essen mitgenommen, ich seppel. Mich erstmal um die Wölfe kümmern, Wolfskopf vielleicht. Manchmal ist es, ich wollte gerade sagen, manchmal ist es ja verhext. Dann sind wir hier oben, kriegen keinen Schaden und dann doch, aber dauert nur immer ein kleines bisschen. Es ist natürlich kein Wolf hier vorne an, ne? Das ist ja, das ist immer das Gleiche. Okay, ich muss runterrennen, sonst liege ich gleich im Schnee. Ja, oder ich werde mich jetzt tatsächlich noch um die Wolfszucht kümmern und werde versuchen, da jetzt einen Kopf rauszuziehen und genug Pelze. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Die Pilze nehmen wir mit, davon habe ich nur einige verbraten. Ich glaube, das ist auch die angenehmste Variante jetzt erstmal, bis wir den Umhang haben. Dann können wir uns da oben schön bewegen. Wir können natürlich einmal mal ausprobieren, wie die Wünschelroute sich entwickelt hier. Wobei, mir fehlt natürlich ja Essen. Da habe ich natürlich schön alles rausgepackt. Was ich denn jetzt an, ja, ne? Ich glaube aber nicht, dass wir hier unten schon einen Anschlag von der Wünschelroute bekommen. Ne,
Nee. Gut, okay. Machen wir das so. Ich versuche das jetzt über die Wolfszucht zu machen. Ist ein bisschen mehr Arbeit im Offscreen, aber ich denke, bevor ich jetzt hier oben rumeier mit den Lagerfeuern und, geht es im Endeffekt auch wesentlich schneller und wir sterben nicht und verlieren wieder Skills. Ich habe schon beim letzten Bossfight genug Skills wieder verloren. Oder Skillpunkte verloren. Von daher würde ich sagen, ich renne da jetzt rüber, züchte die Wölfe und ich blende euch auf jeden Fall wieder ein, wenn ich drüben bin. Machen wir das einfach so. Bis gleich. Ja, jetzt bin ich hier entlang gelaufen und die Wünschelrute schlägt aus. Und dann würde ich doch glattweg sagen, wir suchen jetzt hier mal. Und je näher wir dran sind, je impulsiver fängt die an zu blinken. Da ist eine Kiste. Ja, wunderbar. Was haben wir hier? Silberhalskette, wertvoll. Oh ja, cool. Feuerpfeile und Bernstein, perfekt. Haben wir ja schon gefunden. Aber hier blinkt doch noch. Die hört ja gar nicht auf, ne? Die sollte ja eigentlich, wenn wir gelootet haben, aufhören. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch was finden. Also die Wünschelrute zeigt auch die versteckten Schätze an. Ich hoffe jetzt nicht, das ist eine Finte und ich buddel jetzt hier stundenlang und die hört gar nicht auf. Ich hau die Kiste sicherheitshalber mal kaputt. Ah ja, okay. Gut, dass ich es gemacht habe. Gut, wir sehen uns gleich in der Base. So, da bin ich fast angekommen. Wir gucken jetzt direkt mal rein, wie viele Wölfe wir haben. Ich würde die gerne natürlich so am liebsten so hoch wie möglich. Von der Anzahl bringen. Das bedeutet natürlich für uns auch, je mehr Wölfe wir haben, je schneller geht die Zucht. Was haben wir? Hier sind Blumen, okay. Was liegt da draußen rum? Oh, hatten wir hier einen Angriff? Okay. Tor ist hier. So, schauen wir mal eben. Wir haben da auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 sehe ich jetzt. 5 Wölfe. Die schmeißen wir natürlich wieder raus hier. Ah, da paaren sie sich schon wieder. Wir hauen den mal direkt mehr raus hier. So, dann werden wir die mal alle streicheln, damit die mal schön zu uns kommen. So, die ich auch. Kommt mal alle hier hin. Schön zum Futter. Wunderbar. So, mal alle abstreicheln wieder. So, dann vermehret euch und ich mache für euch einen Zeitsprung, bis wir eine gewisse Anzahl haben. Dann mal durchschlachten und dann schauen, ob wir einen Kopf und genug Pelze haben. Bis gleich. So, die sind doch länger dran, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt ein bisschen Holz gesammelt und ich würde doch ganz gerne mal anfangen, nach Silber zu suchen. Weil wir brauchen ja auch 4 Silber auf jeden Fall für den Umhang. Bedeutet, ich werde jetzt einfach wieder den Trick mit dem Feuer machen, sofern ich die Feuer wiederfinde hier. So, super. Aber du fängst an zu frieren. Ach, es schneit, ich werde verrückt. Wir haben aber auch wirklich ein Pech momentan, das ja zum Eierlegen. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Zeitsprung. Wir warten, wir warten definitiv hier jetzt den Schneesturm ab. Und sobald er sich gelegt hat, weg von meiner Werkbank. Sobald er sich gelegt hat,
Was jetzt natürlich gerade so aussieht, als wenn. Ich hopp's noch mal eben hoch. Das wäre natürlich jetzt ein Ding. Sieht aber tatsächlich so aus. Wunderbar. Komm, Reck aus da, oder mich da hochkommen. Noch fängt noch nicht an zu frieren, das ist schon mal gut. Ah, jetzt. So, und der nächste müsste, glaube ich, da oben sein, ne? Und dann kommt der da hinten. Oh, ich habe mich mal angezündet, damit ich nicht ganz so schnell friere. Da kommt natürlich schon Wolf. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ein Einsterne-Wolf, weil dann liege ich im Dreck. Das wäre jetzt nicht so schön. Bei dem bei dem Nebel kann ich den aber auch leider nicht mehr sehen jetzt. Da hinten ist er. Wo ist er denn? Da, ne? Mist. Er wittert mich. Okay, ist ein normaler Wolf. Oh, und ich brenne schon wieder mal. So, einen Reißzahn haben wir auf jeden Fall. Oh, brenn hier am Laufen mal. Kommt noch einer. Wunderbar, haben wir denn einen Wolfskopf haben wir leider noch nicht, aber zwei Pelze haben wir und zwei Reißzähne haben wir. Jetzt muss ich natürlich, habe ich Stein, habe ich auch noch nicht, ne? Ich muss mal ein bisschen Stein abbauen für ein Lagerfeuer. Ich weiß nämlich jetzt nicht genau, wo das nächste Lagerfeuer war. Heißt, ich werde mal ein Stückchen hier hochrennen. Mal eben hier eins hinsetzen. So, und da hoch würde ich natürlich ganz gerne, ne? Fehlende Voraussetzung, haha. Nein, uns fehlt Stein, so ein Ärger. Komm, beeil dich mit der Hackerei. Jetzt aber, oder? Auch nicht. Wie viel Stein haben wir denn? 3. Beeil dich, sonst liegen wir im Dreck, Junge. Wunderbar. Jetzt kommt noch nur so ein Drachling. Ja, so viel zu dem Thema Level. Also echt eine Kackidee mit den Lagerfeuern, besonders wenn man nicht vorbereitet ist. Ich renne jetzt auf jeden Fall zurück und schalte euch wieder zu, wenn ich meine Leiche habe. Bis gleich. So, da oben auf der Bergspitze ist jetzt unsere Leiche. Ich reck nur mal eben Ausdauer. Ich habe auf dem Weg noch ein paar Steinchen gesammelt. Und ich hoffe, es geht jetzt gleich relativ zackig und dieser doofe Drache ist da weg. Ja, da liegen natürlich, das ist wunderbar. Wie soll es auch anders sein? Da sind unsere Lagerfeuer, die wir letztes Mal schon hatten. So, schnell anziehen. Den auch ausrüsten. Dann müssen wir halt gucken, dass wir diesen Drachling erwischen. Wo auch immer der Knabe jetzt wieder hin ist. Also von hier oben war er auf jeden Fall. Eigentlich zu sehen, jetzt ist er nicht hier.
Dann erschlagen wir halt ein paar Wölfe. Aber Wolfskopf hat es immer noch nicht gegeben. Nee. Ja. Jetzt ist guter Rat teuer, ne? Ich wechsle mal sicherheitshalber schon mal auf den Bogen. Ich kriege aber auch noch kein Silber angezeigt. Das ist echt Käse. Den Stein haben wir noch, das ist gut. Dann würde ich sagen, ich schmeiß mir noch mal Honig mit dabei. So. Wir laufen jetzt einfach mal ein Stückchen. In der Hoffnung, dass die Wünschelrute mal ausschlägt. Ah, hier schlägt sie aus, das ist gut. Und sogar schon ziemlich stark. Okay, dann hau ich jetzt hier mal runter. Komm, jetzt lass es nicht so lange dauern. Wir brauchen nur 4 von diesen Silberklumpen. Dann wäre ich schon zufrieden. Da ist eine Silberader. Wunderbar. So, einmal Silbererz. Ja. Und wenn wir die 4 zusammen haben, dann mache ich mir auch einen Rückweg auf jeden Fall. Weil mit dem Umhang ist es dann wesentlich angenehmer. 5 haben wir schon. Ja, komm, wir nehmen die noch mit hier. Na komm schon. Ich weiß, mir ist kalt. So, jetzt haben wir 8 Mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Den Rest, den holen wir uns später. Ich lege nur hier nochmal, damit das ein bisschen länger brennt, noch was rein. Ich ziehe aber den Bogen, weil ich vermute, dass die Drachen nicht weit weg sind. Eben war, der hat mich doch gerade nur angegriffen, der Vogel. Wo ist er nur hin? Ja, natürlich zünde ich mich erstmal ein bisschen an. Macht ja auch viel mehr Spaß, wenn wir brennen. So. Ja. Aber diese volle vermaledeite Drache ist nicht zu sehen. Den hätte ich ja gerne noch. Vielleicht hätten wir dann Glück und kriegen eine Drachentrophäe. Dann hätten wir direkt eine für den Drachenhelm. Aber hier ist nichts. Nichts, nichts, nichts.
Gut, dann würde ich sagen, ich mache mich auf den Rückweg und dann schaue ich mal, wie viele Wölfe schon da sind und schalte euch wieder dazu. Bis später. So, da bin ich zurück. Wir haben auf jeden Fall zwei Wolfsjunge. Ich habe das Silber auch schon reingeschmissen. Da ist eins, da ist eins. Heißt, wir können zwei ältere Tiere schon mal erledigen. Haben aber auch keinen Kopf gekriegt. Und immer noch keinen Kopf gekriegt. Fleisch haben sie noch liegen. Ja, dann würde ich sagen, ich lege mich ins Bett. Das Silber läuft dann durch. Und wenn wieder welche zum Schlachten da sind, schalte ich euch wieder dazu. Bis gleich. So, ich bin jetzt doch nochmal zurück. Da dauerten wir doch irgendwie doch zu lange, bis wir hier die Wölfe gezüchtet haben, in der Hoffnung, dass jetzt hier neue gespawnt sind und ich die dann, jetzt rutsche ich wieder runter, ne, ist klar, die dann killen kann. Also wir brauchen im Prinzip nur noch den Wolfskopf. Warum renne ich immer in diese dusseligen Feuer? Ich wäre doch so schrecklich gerne warm gekleidet, liebes Spiel. Schenk mir doch bitte Wölfe. Ja, oder den Tod im Erfrieren. Dass wenn man so unbedingt so auf die Schnelle jetzt, dann wird das eh nichts, denke ich mal. Das ist immer das Gleiche. Aber noch nicht mal dieser vermaledeite Drachen ist zu sehen. Oh, ich könnte platzen vor Wut. Sonst ist hier immer was los. Dann werden wir getötet von einem Drachen, dann ist der Drache weg. Ah, da ist der Drache. Wundervoll. Ja, ich hab dich auch lieb. Mein kleiner schmuddeliger Freund. Ja, genau so macht man das. Man wartet ab, bis die Ausdauer down ist. Wei, oh wei, oh wei, oh wei. So, einen kriegt er noch, dann fällt er. Und wenn da jetzt die Trophäe drin ist, dann hätten wir unseren Helm. So, gucken wir mal. Aber da scheint nur eine Drüse drin gewesen zu sein. Ja. Hm. Tja, und immer noch kein Wolf, ne? Ich habe jetzt einen Stein mit, okay. Ein Stein ist natürlich jetzt ein bisschen wenig. Um noch einen Schritt weiter zu gehen. Sechs Steine ist gut. Komm, Reckausdauer, mein Freund. Los, hoch mit dir. Hoch, 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 hoch. Ich will, wenn hier auf die Spitze, damit ich was sehen kann. Aber da ist auch nichts, ne? Da ist unsere
Silberader, da können wir noch ein bisschen Silber mitnehmen. Also wenn wir schon hier sind, würde ich sagen, nehmen wir auch direkt noch ein bisschen Silber mit. Ich hoffe nicht, hinter mir war jetzt ein Golem oder so. Klar, da hinten ist er doch. Nee, da sind wir lieber auf dem Weg und gehen. Möchte ich jetzt gerade noch nicht so als Feind, mein Freund. Schon gar nicht, wenn ich mich hier nicht so frei bewegen kann, wie ich will. Weil von Feuer zu hüpfen macht mir jetzt nicht so einen Spaß. Okay. Ein Silber. Naja, wenigstens etwas. Wir brennen mal wieder. Der macht da oben aber, glaube ich, ein bisschen Ramazamba. Hier ist auch kein Wolf zu sehen, ne? Mist. Oh, das aus? Okay. Schneid's? Ne, ne? Ne. Aber angezündet und mich direkt wieder mit. Ja, irgendwie habe ich hier kein Glück. Ein vermaledeiter Wolfskopf. Nicht mal ein Wolf. Genau, weil so schön ist, zünden wir uns direkt noch mal an. Ja, hier ist aber nix. Ja, nix. Mal hier ein Stückchen rum, aber das halt das Fiese, da ist einer. So, komm, Kopf. Natürlich nicht nur ein Pelz, ne? Na klar. Von wo kam denn der Lump? Die da oben, die zwei wieder gespawnt? Ich sehe jetzt keinen da. Da unten ist einer. Okay, dann mal eben noch ein bisschen live hoch. Bogen raus, dann versuchen wir den mit dem Bogen von hier oben zu erledigen. Aber erst brauche ich noch ein bisschen live. Ich schalte euch gleich wieder dazu, wenn ich ein bisschen hochgeheilt bin. Bis gleich. So, ich habe mich jetzt mal hier positioniert und da kommt er auch schon. Das da hinten ist der nächste. Aber das gab auch keinen Kopf. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal die Hälfte an Leben abgezogen. Ein Wolfszahn. Und ein Pelz, aber kein Kopf. Das ist ja echt ärgerlich. Hier habe ich denn noch genug Stein? Ja, ein Lagerfeuer könnte ich noch setzen hier. Für eine Voraussetzung ist Holz, okay. Gut.
Ja, mit dem Wolfskopf. Es war natürlich klar, dass irgendetwas musste uns natürlich einen Stein in den Weg schmeißen. Das heißt, ich muss tatsächlich auch noch warten, bis unten mehr Wölfe fertig sind. Gut, ich renne noch mal runter zur B, schau mal, leg mich hin. Und ja, ich will in der Folge auf jeden Fall noch den Wolfskopf bekommen. Bis gleich. So, ich bin noch mal hoch ins Schneegebiet. Also ich habe 2 Ingame-Tage abgewartet. Aber die vermehren sich echt schleppend, die Wölfe. Sodass ich hoffe, hier noch welche zu finden. Aber bisher echt mäßigen Erfolg. Also ist keiner nachgespawnt. Und ich höre da oben halt immer irgendwie was kämpfen. Kann aber auch nicht lokalisieren, genau, ob der Golem mit dem Drachen ist oder. Vielleicht tötet der da oben ja schon ganz geschickt die Wölfe. Und wir brauchen nur noch einen sammeln. Okay, ist eine Wunschvorstellung, aber wäre natürlich toll. Ah. Okay, der hat einen Drachen weggeboxt. In die Richtung. Schauen wir natürlich direkt nach. Ob wir den vielleicht. Ah, der ist da unten. Mist. Hat den gar nicht getötet. Nee, Mist. Kein Wölflein. Ah, da ist er. Den werden wir uns natürlich gönnen hier. So. Aber leider auch keine Drachentrophäe. Das wird dann das nächste Übel sein, für den Helm die Drachentrophäe zu kriegen. Wieder nur so eine schmuddelige Gefrierdrüse. Und wirklich nicht ein Wolf mehr hier. Ich habe sie alle ausgerottet. Spawnt nichts mehr nach. Aber wie gesagt, ich will in der Folge definitiv wenigstens den Umhang haben, damit ich mich im Offscreen dran machen kann, Silber zu farmen. Aber hier ist nichts. Kein Wolf mehr da. So ein Mist. Ja gut, dann renne ich nochmal zurück. Das Spielchen kann ja jetzt noch eine Weile gehen. Ich sag mal, bis gleich. Auf dem Abstieg natürlich noch ein Drachen, der hier noch fröhlich mit den Rehen kämpft. Mich erwischt. Das Vieh. So. Aber natürlich auch keine Trophäe. Gut, dann ja, jetzt bis gleich. Okay, ich habe nochmal einen Wolf gefunden hier, bin aber auch leider am Erfrieren. Das heißt, die ganze Sache muss zackig gehen. Ja, und da haben wir dann wieder mit dem Berg aufkämpfen. Ich lern's aber auch nicht, dass ich die bergauf nicht angreifen darf, ne? Wo
Und wieder nur ein Pelz, ne? Jawohl. Da unten höre ich schon wieder einen Drachen. Oh, es ist ein rauf und ein runter. Also wenn unsere Wolfszucht jetzt keinen Kopf hervorbringt, dann gucke ich in die Röhre, würde ich sagen. So, und den Drachen hier sehe ich natürlich auch nicht. Weil ich voll in die Sonne gucke. Ah, da hast du auf jeden Fall noch Hirschgedöne und Fleisch. Mist. Gut, aber den haben wir noch erwischt. Wir brauchen auf jeden Fall Fleisch für unsere Wölfe. Gut, ich renne jetzt renne ich aber tatsächlich zurück und eile hier nicht nochmal hin und her. Und wenn ich in der Base angekommen bin und es sind vielleicht doch endlich mal noch ein paar Wölfe dazugekommen, würde ich sagen, schalte ich euch wieder dazu. Bis später. Okay, hier haben wir nochmal einen Wolf. Ah, raus aus dem Inventar. Wir haben jetzt 8 Wölfe unten in der Base. Wunderbar, gab wieder nur Pelz. Auf 10 würde ich es jetzt aufstocken lassen und dann würde ich anfangen zu schlachten. Aber es ist natürlich, es sind schon wieder 3 Ingame-Tage vergangen. Ich habe in der Zwischenzeit natürlich auch noch ein bisschen Stein gefarmt und so, damit ich ein bisschen Beschäftigung hatte. Und es ist natürlich eine sehr, sehr langwierige Geschichte. Bis man dann mal diesen doofen Wolfskopf hat. Ja, nee, ist klar. Da unten musst du natürlich hinfallen. Aber, oh, wir haben Drachentrophäe. Das heißt, wir können Drachenhelm dann auch schon machen. Das hat sich wenigstens gelohnt. Ja, jetzt hätte ich natürlich noch gerne die Wolfstrophäe. Aber irgendwie ist uns die echt nicht vergönnt. Und ich weiß, dass der Peter bei uns aus der Community auch Ewigkeiten gebraucht hat, bis er mal so ein eine Wolfstrophäe hatte oder so einen doofen Wolfskopf hatte. Und ich will jetzt nicht hoffen, dass es mir genauso geht und ich jetzt hier Stunden über Stunden an der Trophäe rumzergeln muss, in der Hoffnung, dass hier mal ein Wolf spawnt. Aber zumindest haben wir schon mal den Drachenhelm. Also da bin ich jetzt schon mal echt glücklich drüber. Die Hürde wird auf jeden Fall geschafft. Und ich bin echt stark am Überlegen, ob ich nicht doch den Wolfsumhang verschiebe auf eine spätere Folge. Weil ich weiß ehrlich nicht, wie lange ich jetzt noch offscreen hier rum machen soll. Weil auch keine Wölfe mehr spawnen. Also wenn wenigstens noch die Wölfe spawnen würden, so dass ich ein bisschen was zu tun hätte mit Töten, dann würde ich ja echt sagen, okay. Aber ich renne hier rum und suche nach Wölfen und hier spawnt einfach auch nichts mehr nach. Ist das ein Wolf da unten? Nee. Nee, hier ist nichts mehr. Und da, wo die Wölfe mal rumgekommen sind, da sind sie jetzt nicht mehr. Weil die ersten hatten wir ja hier oben schon.
wenn ich hier reingelaufen bin, da waren ja schon die ersten, die wir gesehen haben, und die sind auch schon nicht mehr, die spawnen hier auch schon nicht mehr. Ich könnte natürlich jetzt noch mal gucken, ob hier vielleicht hier hoch, aber glaube ich auch nicht, weil hier waren wir ja auch schon. Und es ist nichts da, gar nichts. So, hier waren sonst auch zwischendurch mal Wölfe, aber hier ist auch nichts zu sehen. Liegt da noch was? Nee. Ah, ich höre schon wieder einen kleinen Drachen. Den brauchen wir natürlich auch, weil wir noch Gefriedenwiesen brauchen, aber wie gesagt, ich bin eigentlich auf Wolfsjagd und nicht auf Drachenjagd. Los, komm, das Stück schaffst du noch, kleiner Mann. Gut, dann renne ich jetzt zur Base in der Hoffnung, ob wir die zwei anderen Wölfe groß haben, 10 haben, dann schlachten wir die ab, und wenn da nichts dabei ist, dann würde ich sagen, für die Folge war es das dann. Bis später. So, ich konnte es doch nicht lassen. hier kam gerade ein Wolf, den hab ich getötet, so, ich war halt nicht so schnell. Ich glaube, ich habe alles eingesammelt, aber war kein Kopf dabei. Ah, da ist der Wolfspelz gewesen, okay. Oh, 28 Leben nur noch. Jetzt muss ich mich aber beeilen, da ich wieder zum Feuer komme. Ich hatte gehofft. Aber nein, nur Pelz. Nur Pelz. Gut, ich bin gleich an der Base und dann schalte ich euch wieder dazu. So, gut, in der Base angekommen. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 junge und 10 erwachsene Tiere. Wenn mich nicht alles täuscht, da sehe ich schon mal 2, 3. Ja, 3 Jungtiere, gut. Ich würde sagen, das hat ja keinen Sinn. Ich muss... kriegen keinen Wolfskopf. Das verhext. So, tja. Auch nix. Da ist eine Wolfstrophäe. Na Gott sei gedankt. So, jetzt holen wir uns, Mama Mia, die Wolfspelze. Und wo habe ich jetzt das Silber? Habe ich, glaube ich, hier reingelegt. Ja, das Silber, gehen an die Werkbank und machen uns ach, da fehlt 2. Ausbaustufe, okay. Gut. Herstellung, Werkbank, Stufe 2 ist, glaube ich, der Klotz, ne? Brauchen wir Feuerstein und Holz. Okay, organisiere, ich blende euch gleich wieder ein. Einen Moment. So, die Feuersteinklamotte hätte ich schon mal gesammelt. Ich brauche jetzt noch ein bisschen Holz, das nehme ich direkt mal mit hier. Und zwar, wir haben jetzt 9 Holz, 22 Feuerstein, und wir
brauchen 10 Holz. Aber ein Holz haben wir garantiert noch hier in der Base. Da brauche ich jetzt nicht rumrennen. Dann erweitern wir die, stellen uns den Umhang endlich her. Und so, mal eben reparieren. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen was an Fleisch gefarmt, damit wir nachziehen können. Wir brauchen mehr Pelze. So, Holz. Holz, Holz, Holz. Da ist noch Holz. Wunderbar. So, heißt jetzt, wir brauchen den Amboss. Den schmeißen wir. Ja, toll, der lässt sich nur hier setzen. Wunderbar. Falsche Werkbank. Trottel. Wolfsumhang herstellen. Wunderbar. Wir haben den Wolfsumhang und wir werden ihn gleich anziehen. So. Heißt, wir machen natürlich auch einen wunderschönen Screenshot davon. Aber draußen. Aber draußen. Bei den Wölfen. So wie es sich gehört. Navi. So. So, ne? Interface ausblenden. Hinstellen. Nicht ducken, Freund. Nicht ducken. So, mit ein paar Wölfen im Hintergrund ist viel schöner. So. Aber dann bist du ja so unscharf, ne? Machen wir so. Gut. Perfekt, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch ein Abo, ein Däumchen oder einen Kommentar. Oder ihr kommt einfach mal bei uns in den Discord, wenn ihr Valheim spielen wollt, bei uns am Community-Server. Wir würden uns natürlich freuen. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge hier gesehen habt, bleibt mir gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.